Alter spielt keine Rolle. Ist genauso falsch wie wenn du nur willst, schaffst du es. Alter, ab einem gewissen Alter und nicht aktiv gewesen sein, einige Sachen wirklich schwieriger machen. Und die Leistungssteigerung sind im Alter nicht so schnell wie wenn du 20 bist. Wenn du 20 bist, dann fliegt dir einfach alles zu. Dann liegen dir nicht nur die Kerle zu Füßen oder fliegen dir die Mädels zu, sondern alles. Ja, dann kann es gar nicht cool genug sein. Ist schön, genieß das. Wenn du älter wirst, dann kommt das nicht mehr so. Das ist auch beim Sport. Wenn du richtig gut in einem Sport geworden bist, dann machst du im nächsten Jahr nicht so hohe Fortschritte, wie du, sag ich mal, ganz am Anfang deiner Karriere gemacht hast. Das geht einfach nicht mehr so schnell. Das ist kein exponentielles oder lineares Wachstum bis in die Unendlichkeit. Dann, also hätten wir auch schon jemanden gehabt, der beim Deadlift 2 Tonnen zieht, wenn das so gewesen wäre. Irgendwann wird es eben halt immer schwerer. Daher ist es ganz wichtig, was trainierst du? Trainierst du auf dem Wettkampf, dann musst du eben halt damit leben, dass es irgendwann echt immer schwerer wird und dann musst du für ein halbes Kilo mehr teilweise dann Monate mit der Planung irgendwie verbringen, dass du irgendwie in irgendeinem Lift ein halbes Kilo mehr machen kannst. Wenn es dir um Gesundheit und Spaß geht, ist das Ding viel, viel, viel einfacher. Da kannst du eigentlich immer deine Erfolge haben, weil es geht um Gesundheit und es geht um Spaß. Spaß kommt auf die Übungen an und eventuell auf das Gruppengefüge. Und Gesundheit ist relativ einfach zu erhalten, wenn du sie einmal hast. Je nachdem, wie. Wenn du nicht gesund bist, kann das natürlich ein ziemlich langer Prozess sein, wieder gesund zu werden oder weitestgehend gesund. Aber eine Verbesserung ist eigentlich fast immer möglich. Also insofern, hey, mach das Beste draus und mach dir so ein bisschen bewusst, für was du das machst. Ob du das für den Fame machst oder, also, was dir Spaß macht.